Willkommen zurück zu Spellforce 3. Noch im Gespräch mit diesem komischen Gottkönig oder wie der da heißt, ne? Mit diesem Goblin, der Sachen macht, die er selber ein bisschen doof findet, aber er muss sie ja machen, weil er muss ja mächtiger werden, weil hier ja das Böse ist. Und genau das ist ja ganz gut, dass es hier ist, denn wir wollen ja nach Mulandir und ich glaube nämlich, dass das quasi Mulandir ist, was er beschreibt. Aber wir reden noch mal ein bisschen weiter. Wir haben noch nicht ganz komplett zu Ende geredet. Wir haben ja mittendrin irgendwie im Gespräch da mal beendet. Deswegen hören wir uns mal weiter an, was er so zu sagen hat. Aha. Und was ist diese Macht, von der ihr sprecht? Magie. Alte Magie. Gelernt von Urgroßvater. Alter Gottkönig, aber Magie nur dann klappt, wenn König Fleisch von Sprössling ist, an Tag vor 14. Tag. Vielleicht spricht er von einer primitiven Form der Nekromantie. Das ist durchaus möglich. Und sie benötigt Goblinfleisch, um zu funktionieren? Gut möglich. Wir wissen doch alle, wie sehr die Priester Nors ihre ethisch fragwürdigen Rituale lieben. Okay, das ist grauenvoll. Das ist wirklich grauenvoll. Das ist grauenvoll. Grauenvoll? Komische Fleischwesen haben nicht zugehört. Haben sie nicht? Wenn Gottkönig nicht isst, verliert Gottkönig Macht. Und dann Böses vom Dunkel im Jenseits sie holen wird. Komische Fleischwesen, kein Respekt! Komische Fleischwesen sollten verschwinden! Dahin gehen, wo sie herkommen! Würden wir, aber wir können nicht. Wir sind hier, weil wir nach der verlorenen Stadt der Former suchen, Mulandir. Und ich glaube, sie ist das Dunkel im Jenseits, wovon ihr sprecht. Aber ihr werdet sterben! Wir haben keine Wahl. Könnt ihr uns helfen, dieses Steintor mit dem Golem zu öffnen? Gottkönig gefällt nicht. Aber Gottkönig versteht. Ja, wird helfen. Aber zuerst ihr helft ihm. Mal kurz dazu. Schön, dass das Spiel scheinbar in diesem Gespräch Sachen verlangt, die wir noch nicht gemacht haben. Also wir sollten scheinbar schon von diesem Steintor mit den Golems wissen, obwohl wir noch nicht da gewesen waren. Das ist ein bisschen kacke. Also das spoilert so ein bisschen das, was kommt, obwohl wir es noch nicht gesehen haben. Das ist ein bisschen doof. Schön, dass wir das jetzt wissen. Also ich finde das jetzt nicht unbedingt so mega schlimm. Also es gibt schlimmere Sachen. Aber das ist schon so ein bisschen doof, wenn das Spiel wenn das Spiel voraussetzt, dass wir etwas vorher gemacht haben, obwohl wir theoretisch, was wir auch gemacht haben, einfach hier hinlaufen können. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ob man das so machen muss. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Ja, also wir haben hier drei Möglichkeiten. Mir gefällt aber eigentlich nur die erste. Ich meine, gut, wir helfen ihnen und dann ist in Ordnung. Alles andere ist so ein bisschen blöd. Ja, wir helfen ihnen. Oder wir fragen zumindest immer, was er will. In Ordnung. Was wollt ihr? Einfach, einfach. Gruppe von heimtückischen Sprösslingen versucht, meinen Thron zu rauben. Ihr tötet Rebellen für Gottkönig, bringt ihm ihr Fleisch als Beweis. Gottkönig zeigt euch Weg durchs Tor. Verstanden? Übrigens, falls das immer noch für einen oder anderen zu laut ist, wie man ja sieht, mein Charakter, der spricht relativ leise. Dieser Goblin spricht relativ laut. Das zieht sich durch jeden Spellforce-Teil durch, dass die Entwickler, egal wer, es nicht schafft, die Lautstärke von Soundeffekten, von Sprachausgaben und von Musik so einzupegeln, dass die auf dem gleichen Level sind. Das kriegen die nicht hin. Das ist ein Fluch oder das ist Tradition bei Spellforce, dass man verschiedene Pegel, also verschiedene Effekte mit verschiedenen Pegeln versieht, so dass wenn man
wenn man die Lautstärke perfekt für sich einstellt, sodass sie im Hauptmenü eine gute Lautstärke hat, dann im Spiel wieder zu leise ist, dann aber bei Gesprächen wieder zu laut ist. Das ist einfach, weiß ich nicht. Deswegen wundert euch nicht, wenn etwas zu laut ist. YouTube hat so eine Lautstärkeregelung unten, ne, im Player. Da könnt ihr die Lautstärke leiser machen. Es geht nicht anders. Weil es wird, wenn ich jetzt die Lautstärke noch leiser mache, irgendeinen Soundtrack geben im Spiel, den ihr dann nicht mehr hören werdet. Währenddessen ist dann irgendwo wieder ein Charakter gibt, der so rumbrüllt, dass euch die Ohren wegfliegen. Das ist einfach Spellforce. Also nicht wundern, ne? Das, wenn das hier hart laut war gerade. So, wir machen aber jetzt Folgendes. Erstmal haben wir hier... Es war... Ja, drehen wir die Kamera mal wieder ein bisschen richtig hin. So, so wir sollen jetzt den Tunnel der verschollenen Stadt finden. Ja, was wir noch nicht gemacht haben, aber das Spiel uns gesagt, dass es eine gibt. Und wir sollen die Goblin-Rebellen finden und töten. Sicher doch. Sehr interessant, dass Sie unsere Sprache sprechen. Sie müssen wohl schon einmal Kontakt mit der Außenwelt gehabt haben. Interessant, dass du das so erwähnst, denn ja, stimmt, das habe ich noch nicht so bedacht, dass der Goblin da unsere Sprache gesprochen hat. Na, sieh mal einer an. Das sind komische Gravuren auf dem Holz. Ich glaube aber nicht, dass wir die ohne einen Schlüssel aufbekommen. Wahrscheinlich nicht, nein. Ich wollte nur sagen, dass ich jetzt die ganze Zeit darauf geklickt habe, um OBS bei den Ausschlag zu sehen. Der geht ins Rote rein. Also normalerweise sollte der das eigentlich nicht machen, aber das ist halt so hart laut. Das ist unglaublich. Sind das die Bösen? Nee, ich bin ja mal in den Kreis gelaufen. Da lang? Gut, warum nicht? Das war ja hier, ne? Hier war ja irgendwie der eine Heini, der dann da reingegangen ist. Na, sieh mal, da jetzt irgendwas machen? Ja, kein Goblinfleisch, ne? Eventuell, wenn wir hier Goblinfleisch platzieren, wenn wir dann Goblinfleisch haben, dann könnten wir theoretisch ihn rauslocken vielleicht. Also eventuell, ich bin mir nicht so sicher. Hier ist ja auch keine Rebellen. Also, ich gucke mich mal hier nochmal ein bisschen um. Ah. Terras Atem. Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie ein Golem. Vielleicht haben die Former ihn geschaffen. Möglich, aber unwahrscheinlich. Hier haben wir den Golem. Da drüben hin? Gut. Klingt gut. Wir? Na, sieh mal. Menschlich. Ja. Dann sind wir doch nicht die Ersten, die diese Tunnel betreten. Stimmt. Aber er ist mumifiziert. Er könnte schon seit tausenden Jahren hier sein. Ein Hibernier vielleicht. Schwer zu sagen, aber das auf seiner Stirn könnten Tätowierungen sein. Okay. Haben wir neue Sachen bekommen. Den Schlüssel, den können wir wahrscheinlich drüben bei dieser Truhe benutzen, oder was das auch mal war. Wir können... Kondition 9. Gut, das ist es für uns jetzt nicht unbedingt. Oh, wir können... Ach ja, stimmt, wir können ja leveln, ha. So, wer hat denn knapp gute Kondition? Keiner. Okay. Stimmt, wir können ja leveln, habe ich ganz vergessen. So, was wollen wir denn uns nochmal so geben? Wiederauferstehung 1. Was macht das? Wiederbelebt alle Verbündete im Zielbereich. Ja. Kann man machen. Das ist eigentlich ganz geil. Wenn so einer stirbt, dann könnte man das tun. Das ist nicht so ungeil.
Andererseits... Achso, kann ich gar nicht. Benötigt Stufe 9, okay. Können natürlich auch hier noch einen Punkt drauf machen. Ich würde aber auch gerne noch so andere Sachen, so andere Skills freischalten, aber bekommt man nur so für ein Level, bekommt man ja immer nur so einen Punkt. Das ist so doof. Nee, das ist... Das wäre cool. Andererseits natürlich unsere Heilung mal ein bisschen boosten. Andererseits... Rosthülle. Oder man geht hier rauf. Was ist das? Gewährt Eisenmacht und Feuermacht. Damit können wir uns buffen. Es geht, glaube ich, mal hier noch einen Punkt drauf, dann können wir da ein bisschen mehr heilen. Und ich mache noch ein... Noch mit Willenskraft, dann habe ich noch ein bisschen Magieverteidigung. Oder ich gehe so auf... Macht das eigentlich? Achso, das macht mehr Resistenzen dagegen. Und schwere Rüstung, okay. Ah ja, stimmt. Und Kondition, wenn wir das hochballern, dann können wir ja, genau, dann können wir ja die eine Rüstung tragen. So Intelligenz, dann geht mehr so die. Fokusregeneration allgemein ein bisschen höher. Ich würde aber erstmal hier so auf Willenskraft gehen. Machen wir das so. Hier ist auch unser Heilzauber ein bisschen stärker geworden. Wir können ihn auch nicht weiter skillen, das heißt Heilzauber ist jetzt auf Maximum. So, sie hier. Ja, sie geht ja mehr so auf Bogen, ne? Das heißt also, wir skillen dann eher so hier rein. Weiße Magie. Wäre natürlich auch so ein Ding, wir können natürlich auch in Weiße Magie skillen. Dann hat die nämlich auch noch ein Heilding. Aber... Ja, weiß ich nicht so, ob das so ganz geil ist. Also Chance 20% bei jeder Autoattacke, 3 Fokuspunkte so regenerieren. Das ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Wäre auch nicht so schlecht. Wenn ihr einen Heiltrank braucht, machen wir hier rauf. Und sie bekommt... Geschicklichkeitssachen. So Schaden, Geschicklichkeitssachen. Ist denn das, was sie trägt, eine Geschicklichkeitssache? Ja, ist es. Okay. Ja, dann macht es Sinn, damit wir nochmal Geschicklichkeit skillen. Ja, genau, dann macht er nämlich hier, wie man sieht, 28 bis 35 Schaden. Wenn wir hier reinmachen, dann macht die nicht mehr Schaden. Aber wenn wir hier rein skillen, dann macht die auf einmal 31 bis 39. Und der kritische Schaden geht um 1% hoch. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Und er? Ja, auch so ein Neigungsbaum. Achso, das ist für ihn, also sie hatte hier einen Neigungsbaum, also sie hat einen Neigungsbaum, dass sie sich aber wiederbelebt. Und er hat einen Neigungsbaum, dass er einfach in Gott-Mode geht. Okay, cool. Ja, hier mit den Skills, da muss ich nochmal gucken, dass ich dann auch in den anderen Bereichen dann da auch nochmal ein paar Skills reinpacke, wenn ich diese switche. Momentan habe ich das ja nur gemacht, damit ich noch die Heilung von meinem anderen Charakter benutzen kann. Aber das kann man ja auch mit anderen Charakteren machen, ne? Da muss ich aber nochmal schauen. Sport, ja, weiß ich nicht.
Würde es ihn schon geben? Wir können ja auch nochmal, wir können ja zum Beispiel hier diesen, die Finte oder schöne Schildbonus. Erhöhen. Fokus Maximum steigern könnte man natürlich auch machen. Schlachtruf. Das ist so dumm. Das sind beide Spots. Also man verspottet beide beim... Ich pack da nochmal einen Punkt rein. Und er ist ja mehr so auf Stärke, ne? Ja. Gut, dann haben wir geskillt. Und dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Gut. Ja, looten wir mal. Das hier noch. Und dann gehen wir mal zu diesem Golem. Die hier halt keine anderen Goblins, die wir killen können. Ah, schauen wir uns das mal an. Ah. Zusätzliche Schadensart Eis. Natürlich auch nicht so schlecht. Aber why? Also als einziges kann ich das benutzen und ich habe hier schon das Ding drin. Das möchte ich halt immer geben. Achso. Wenn man ihn trägt. Man kann ihn aber verwenden. Ja, das ist merkwürdig. So, können wir denn hier... ne, alles... Ja, der wahrscheinlich... Ja, da kann man... Ja, genau, er ist der Zwerg, er kann ja sowieso irgendwie gar nichts. Ja, okay. Dann gehen wir mal wieder zurück. Gehen mal zu diesem Golem und gucken mal, was der so macht. Eventuell greift er uns an. Aber eventuell kann man da bei dem Golem auch was machen, was so weiterkommen. Vielleicht einfach so. Weil wir irgendwas... Verstanden. Eigentlich, weil wir ihn überzeugen oder so. Keine Ahnung. Sagt die Worte. Bilde ich mir das ein oder hat dieses Ding gerade mit uns geredet? Ich fürchte schon. Ihr irrt. Sagt die Worte. Bewegung öffnet, greift den Golem an, geht weg. Bewegung. Beweg dich. Ihr irrt. Öffnen. Öffnen. Ihr irrt. Okay, aber wir können das noch Bewegung sagen. Auf den Golem an. Ich glaube, das wird dazu führen, dass sie sterben oder geht weg. Ja, dann gehen wir weg. Da lang? Das Ding ist, wir müssen an den Torwächter vorbei, okay, und wir müssen irgendwie die Goblin-Rebellen finden. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo die Goblin-Rebellen sind. Oder sind die da? Oder können wir jetzt hier irgendwie ein Stück Fleisch rausnehmen und das dann da hinlegen? Vielleicht ist das ja... Interessant. Plan. Boah, jetzt wissen wir, woher dieser Gestank kommt. Goblin-Leichen. Aber wer oder was in aller Welt hat das getan? Sicher doch. Ja, wir nehmen uns dann einfach nichts. Was ist das da? Das haben wir noch gar nicht benutzt, glaube ich. Hormoglyphen, okay, ja.
Nee, ich würde gerne eine Möglichkeit haben, irgendwie das Fleisch hinzulegen. Oder wir können nochmal mit den Typen da oben reden und dann ihnen sagen, hey, wie wär's, wenn du uns nicht ein bisschen Fleisch geben kannst, damit wir den da vorlocken können. Weil ansonsten können wir ja nichts machen. Wir können den Golem noch angreifen, aber ich glaube, das wird nichts. Verdammte Rüstung! Gut. Oh, können wir hier irgendwie was machen? Mit denen reden hier? Schauen wir uns. Kein Gerede jetzt! Ihr Rebellen töten! Gottkönig sprechen! Hey. Kein Gerede jetzt! Ihr Rebellen töten! Gottkönig sprechen! Aber. Euer Fleisch! Ist komisch! Interessant. Ihr von Dunkel in Jenseits? Von Hintertür? Eine Hintertür ist auch geil. Klingt gut. Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Also, wir müssen am Torwächter vorbei. Es gibt aber keine Möglichkeit, am Torwächter vorbeizukommen. Außer wir greifen ihn an. Oder aber wir gehen und finden die Goblin-Rebellen. Aber die Goblin-Rebellen, wo sind die? Okay, oder ich muss hier nochmal das hier benutzen. Das kann natürlich auch sein. Sieht ziemlich eng aus. Ich glaube nicht, dass wir da durchpassen. Aber wartet. Hört ihr das? Grunzen. Vielleicht hat dieser Goblin hinter der Wand eine Art Versteck gebaut. Möglich. So makaber das klingt, vielleicht hat dieser Goblin da drin ja auch eine Vorliebe für Goblinfleisch. Wir könnten versuchen, ihn damit rauszulocken. Aha, haben wir jetzt einen Trigger ausgelöst, dass wir jetzt das da hinlegen können? Wenn wir doch Goblinfleisch hätten. Sicher doch. Mhm. Frag mich, warum wir die Option überhaupt haben, wenn wir nicht mal Goblinfleisch haben. Das Problem ist jetzt, wie bekommen wir Goblinfleisch? Können wir jetzt zu ihnen hingehen, weil wir jetzt was getriggert haben und jetzt sagen so oder fragen so, hey, gib uns Goblinfleisch oder wo bekommen wir Goblinfleisch her? Gut, warum nicht? Kein Gerede jetzt! Ihr Rebellen töten, Gottkönig sprechen! Da drüben hin? Gut. Cool. Wohl nicht. Achso, hier oben ist ja auch noch eine Brille. Alles klar. Ja. Sicher doch. Also ich bin mir jetzt hier so irgendwie nicht so... Oh, Moment. Waren wir hier schon lange gelaufen? Aha, ich habe was übersehen. Und alle, die sich das Video ansehen, so... Oh, wie doof kann man nur sein. Ja, okay. Aber das könnte vielleicht die Lösung sein. Da lang? Aha. Klar recht, Sarah. Sollten aufgeben. Gottkönig zu stark. Gottkönig zu grausam. Aber ihr Mutter genommen. Ihr Sohn genommen. Gottkönig wird essen, 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 bis wir alle tot. Nein. Nein, nein, nein. Du nicht verstehen. Gottkönig braucht Fleisch, damit Gottkönig Macht nutzen kann. Und nur Macht kann schützen vor Dunkel im Jenseits. Lügen, alles Lügen, ihr Schwach, ihr Feiglinge, ihr Ratten, ihr Reichen. Oh, ich glaube, die haben uns bemerkt, oder? Fokus, Aria, Fokus! Sie werden fallen. Die Goblins aber mal richtig hart reinhauen bei ihr. Holy moly. Aber ich habe ja noch Heilung.
Hey. Lob. Die ist schon echt wie heilt jetzt. Oh, ich glaube, da ist Fleisch drin, oder? Untergibt euch mit einem undurchdringlicher Frost, also Frost, die 10 Sekunden unverwundbar macht. Oh, holy moly. Das ist auch nicht so schlecht, ne? Ich glaube, das legen wir mal an. Kleiner Goblin-Kopf. Okay, cool. Da haben wir jetzt das Fleisch bekommen. Ich glaube, das war's. Die Rebellen sind tot. Ich fand nicht, dass sie sonderlich rebellisch aussehen. Sie hatten Angst. Wir hatten keine Wahl. Gehen wir zurück zum Gottkönig. Ja, tun wir das. Ich würde gerne das hier benutzen. Und... ich kann den Bogen benutzen. Ist nur nicht so gut. Hä? Wobei, er macht Schaden, macht er... so, er macht er ist langsamer, ne? Aber er macht halt hier 13 bis 16 die SPS ist Schaden pro Sekunde, das habe ich übersetzt. Dumm. In Klammern, ne? Aber der andere Bogen macht 5 Schaden pro Sekunde. Das heißt, der ist ja eigentlich besser, weil er ja 5 Schaden pro Sekunde macht. Das heißt, ich schieße, mache zwar weniger Schaden allgemein, aber dadurch, dass er schneller ist, mache ich mehr Schaden in der Sekunde, was mehr Schaden ist auf Zeit. Glaube ich. Ja gut. Lassen wir das. Wobei, ich leg mal an. Ja, der Damage, der Schaden geht hier bei mir schon hoch, ne? Ah, ich weiß halt nicht, ob das... ob der Klammer, der Wert in Klammern, der Wert ist, der besser ist, worauf man sich worauf man achten soll. Und nicht der Wert, der daneben steht, der 12 bis 15 Schaden. Weil, ne, wie gesagt, also ist halt, kommt halt noch auf die Geschwindigkeit ein bisschen an, aber ich habe das Gefühl, dass es eventuell sogar besser ist, wenn man den zwergischen Langbogen. Wobei es ja hier auch so ist, Langbögen machen mehr Schaden an sich, aber Kurzbogen sind schneller. So ist es ja allgemein irgendwie immer, ne? Ich leg mal den Langbogen an. So, wir sollen jetzt zurück zum Gottkönig gehen. Wir haben auch noch Fleisch, das heißt also, wir können dann auch noch diesen... ich bin mir wahrscheinlich hervorlocken, den einen, der sich da in versteckt Ordnung. Hat. Ach, guck mal, hier hätte man auch runtergehen können, ne? Ja, also ich war halt auch echt ein bisschen blind, ne? Aber das sieht man auch erst, wenn man das gefunden hat. Sicher doch. Gut, warum nicht? Ja, ich würde sagen, hier speichern wir mal und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und dann fragen wir mal, ob das jetzt schon reicht oder ob wir da immer noch irgendwie was machen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch was machen müssen, weil wozu gibt es denn noch diese Möglichkeit, da Fleisch hinzulegen? Ich denke mal, da wird noch was kommen, was wir noch machen müssen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.